Hey Mädels, ich hab schon Hunger. Ich kann nicht so lange auf Diana warten, okay? Mädels, ich mach mir langsam Sorgen. Diana ist so 1,5 Stunden weggegangen. Sie lässt uns aber nie im Stich. Mädels, ist das normal? Diana geht einfach nicht ran. Es wäre so cool. Party bei Diana, aber ohne Diana. Das ist nicht gut. Ich werde nicht auf Diana warten. Ich habe Hunger jetzt. Los. Mädels, wenn Diana uns das antut, werden wir eine Party feiern, wenn die Jungs kommen. Wir werden uns einen Film ansehen und ein paar Gruselgeschichten erzählen. Außerdem werden wir Verstecken spielen. Gili, du hast recht. Ich werde die Party nicht absagen. Ich rufe die Jungs an und sage ihnen, sie sollen schneller hierher kommen, okay? Oh, hallo Mädels. Warum ist euch so langweilig? Wer macht mir einen Tee mit Milch? Ich rufe euch zurück. Warte mal kurz. Mädels, was ist los mit euch? Habt ihr Lady Diana nicht erkannt? Ich bin's doch. Diana, wo warst du? Diana, was ist los mit dir? Du warst 1,5 Stunden weg. Diana, geht es nur mir so oder hattest du andere Kleidung an, als du in den Laden gegangen bist? Mädels, natürlich geht es nur euch so. Gili, komm schon, mach mir einen Tee, okay, bitte. Und wie ich sehe, habt ihr den Weihnachtsbaum schon geschmückt. Wo sind denn die Spielsachen? Und Gigi, du isst was, wie ich sehe. Ja, das lecker, mach ich immer. Und Nass, was machst du denn da? Ich mache einen TikTok. Ich habe auch die Jungs und dich angerufen, aber du bist nicht rangegangen. Ich habe es nicht gehört. Ich glaube, mein Telefon ist kaputt. Gili, komm schon, beeil dich. Ja, okay, gut. Diana, fallen wir jetzt eine Party oder nicht? Diana! Was? Wo hast du diese Kleidung her? Du hattest ein rosa Dress an, als du gegangen bist. Ich hatte ein rosafarbenes an. Jetzt trage ich andere Klamotten. Wen interessiert schon? Wir machen eine Party. Nastja, hast du die Jungs angerufen? Ja, ich rufe sie schon an. Beeil dich, komm schon. Gili, wo ist denn mein Tee? Diana, ich mache ihn gerade. Leute, beeilt euch, kommt her. Diana ist schon da. Ich weiß nicht, wo sie gewesen ist. Sie kam in seltsamen Klamotten zurück. Die muss schnell herkommen. Hör mir zu, dummes Mädchen. Dein Platz ist hier auf dem Foto. Deine Freunde werden meine Freunde werden. Weißt du, wir machen heute eine Party und Dima kommt. Und du bleibst hier auf dem Foto. Das ist der einzige Platz für dich. Mädels, Mädels, komm mal her. Was ist denn los, Gili? Merkt ihr das nicht? Diana ist heute irgendwie total komisch. Gili, denk nicht drüber nach. Weißt du es noch nicht? Heute ist Diana so, morgen ist sie so und dann so. Mädels, kommt schon. Die Jungs kommen hierher und wir machen dann eine Party. Das muss eine richtig gute Party werden. Wir müssen uns irgendwas wünschen. Ja, lass uns drüber nachdenken. Mädels, ich weiß nicht so richtig. Warum starrt sie die ganze Zeit auf ihr Foto? Hat sie sich nicht schon mal gesehen oder sowas? Lass sie doch das Foto anschauen. Ist doch ihre Sache. Verdirbt mir nicht die Laune. Lass uns lieber über die Wünsche nachdenken. Okay, na gut. Gili, was willst du? Ich weiß es nicht so wirklich. Ja, eigentlich muss es auch ein Geheimnis sein. Und wenn ich es dir heimlich sage? Hey Mädels, hat jemand meine Kosmetiktasche gesehen? Ich weiß nicht mehr, wo ich sie hingetan habe. Mädels, Diana ist heute wirklich seltsam. Diana, kannst du dich nicht erinnern? Wie immer im Erdgeschoss, im Badezimmer. Ah, ja, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Ich gehe mir die Wimpern schminken. Wir feiern eine Party. Seht ihr, Mädels? Sie ist total komisch heute. Oh, ich glaube, die Jungs sind da. Oh, hallo Jungs! Leute, kommt rein! Beeilt euch! Oh, hallo! Mädels, wir werden nicht mehr auf solche Partys gehen, okay? Ja, hier in der Nähe schrie plötzlich so eine Stimme. Öffne die Tür, ich komme hier nicht raus. Ja, und außerdem schrie die Stimme, helft mir, helft mir. Ja, und die hat sich mit Diana angehört. Jungs, seid ihr verrückt? Diana ist zu Hause. Sie schminkt sich gerade. Und jetzt also kommt rein! Beeilt euch, es ist kalt! Die Jungs sind da. Diana, du schaffst das. Sie werden keinen Verdacht schöpfen. Oh nein. Gili, ich möchte ein Omelette mit Würstchen. Und ich einen Milchkaffee. Ich möchte ein paar Maultaschen. Jungs, ich bin keine Köchin. Eure Mütter müssen euch füttern. Ja, wir machen eine Party. Eigentlich essen wir heute nur Popcorn und schauen Filme. Ja, und wünschen uns was. Ja, Gigi, wie du, die einfach die Wünsche ausplappert. Gili, das ist echt nicht nett. Wenn es keine Maultaschen gibt, dann mache ich mir ein Sandwich. Mädels, wir hatten wirklich Angst. Jemand hat geweint. Helft mir, helft mir. Die Stimme war wie die von Diana. Oh, hallo Jungs, seid ihr wegen der Party hier? Diana, das musst du hören. Die Stimme war wie deine. Die Stimme hat geschrien. Helft mir, helft mir. Leute, ich bin doch hier vor euren Augen. Mir geht's gut. Ich weiß nicht, wer da Hilfe gerufen hat oder irgendwie sowas. Ja, okay, das ist logisch. Es war nicht Diana. Okay, wir haben uns wohl verhört. Ich glaube, es war ein Werwolf. Jungs, habt ihr so viele Märchen gelesen? Welcher Werwolf?
Jungs, die Party geht los. Wir werden uns etwas wünschen. Jungs, nehmt nichts aus dem Kühlschrank. Ich mache euch selbst Sandwiches. Ist das klar? Ich kenne dich, Schüli. Aus so einem Stück Schinken machst du dann ein Sandwich. Wir haben Hunger. Jungs, seid still. Sonst kriegt ihr keine Sandwiches, okay? Ja, ihr verhungert. Es ist nicht euer Zuhause. Vergesst das nicht. Leute, worauf wartet ihr? Diana, warte. Ich habe etwas bemerkt. Diana, was denn? Diana, du hast ein Muttermal an der Hand. Das hattest du aber noch nie. Ja, Dima, es ist ein Muttermal. Ich habe das schon mein ganzes Leben lang. Leute, worauf warten wir noch? Wir wünschen uns erstmal was. Leute, worauf wartet ihr? Kommt her. Nastja, komm mit. Julie, Art, lass uns gehen und uns etwas wünschen. Hör auf zu essen. Das könnt ihr auch noch später. Wir kommen. Leute, seid nur vorsichtig. Lasst keine Krümel fallen, sonst räumt ihr selbst auf. Lasst uns die Hände reichen. Juhu, das 7. Dezember. Alle Wünsche werden in Erfüllung gehen. Wer will zuerst was wünschen? Wisst ihr, was ich will? Ein Haus in London. Ich möchte ein neues MacBook. Ich möchte mal nach Bali fliegen. Ich will einen neuen Gamer-PC. Ich möchte einen Hubschrauber. Ich will einen Quad. Ich will ein Motorrad. Ich will auch ein Motorrad. Hey, Diana, sag doch mal was. Ja, wünsch dir was. Beeil dich, jeder hat schon gemacht. Ich glaube, mein Wunsch ist es, hier für immer zu leben. Diana, was ist los mit dir? Diana, was ist das für ein Wunsch? Du wohnst doch die ganze Zeit schon hier. Das ist nur mein Wunsch. Tja, wir haben uns alle etwas gewünscht. Sehen wir uns lieber einen Film an. Oder was meint ihr? Biber, küsst Dianas Nase, damit sie aufhört auszuflippen. Ja, vielleicht könnte es helfen. Ja, vielleicht hilft das wirklich. Wer ist da? Wir warten auf niemanden. Ist euch das schon aufgefallen, Leute? Jedes Mal, wenn wir eine Party haben, kommt irgendjemand. Julie, lass uns dich aufmachen, wenn das die böse Bande ist. Kev, wenn es die böse Bande wäre, bin ich bereit zu kämpfen. Ich gehe und schau nach. Wenn es die böse Bande ist, werden sie ganz schnell von hier weglaufen. Über den Zaun. Mädels, wartet auf mich. Leute, wo sind die Mädchen hin? Welche böse Bande? Jana, hast du das vergessen? Jana von der 10G und ihre Leute. Ah, ja, natürlich, Jana. Ja, Jana. Was? Mädels, seh nur ich das gerade? Nein, Julie, sie ist der Klon von Diana. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Welcher Klon? Lass mich rein, mir ist so kalt. Ich werde euch etwas wirklich Aufregendes erzählen. Diana, Diana, kommt schnell her. Wir werden es glauben. Was, Mädchen, was ist denn los? Diana, diese Hochstaplerin behauptet, sie sei du. Wir lassen sie natürlich nicht rein, oder? Ja, Hochstaplerin, hier ist unsere echte Diana. Geh weg von hier. Was? Mädels, ich werde euch beweisen, dass ich keine Hochstaplerin bin, sondern sie ist eine. Erinnert ihr euch noch, was ich anhatte, als ich von zu Hause wegging? Die rosa Kleidung. Und ich trage sie immer noch. Sie trägt andere Kleider. Diese Hochstaplerin. Die rosa Klamotten. Sie erzählt keine Lügen. Sie ist eine Hochstaplerin. Ich eine Hochstaplerin. Ich werde euch beweisen, dass sie die Hochstaplerin ist. Ich war im Einkaufszentrum, ging in die Umkleidekabine, um ein paar Kleider anzuprobieren. Ich hängte meinen rosa Anzug auf einen Bügel und er verschwand. Jemand hat ihn gestohlen. Sie hat ihn gestohlen. Deshalb musste ich diese Kleider hier kaufen. Hast du wirklich Dianas Kleidung gestohlen? Du hast dir sowas von Ärger eingehandelt, Hochstaplerin. Halt dich fest. Ich erzähle euch noch was. Sie hat mich in einem verlassenen Haus eingesperrt. Ich habe geschrien, helft mir, helft mir. Einige Leute liefen da lang, aber sie hört mich einfach nicht. Aber einer fragte mich, Diana, bist du das? Ich antwortete, ja, natürlich, aber sie verschwanden einfach, ohne mich zu retten. Diana, was ist hier? Dima, schau, die Hochstaplerin. Wir müssen sie loswerden. Sie ist der Klon von Diana. Hast du Diana nicht gehört, Dima? Du musst dich darum kümmern. Was soll das heißen? Chili, Gigi, Nastja. Jungs, ich kenne euch doch alle. Geh weg, die echte Diana ist hier zu Hause. Du Hochstaplerin. Leute, bitte. Und jetzt feiern wir richtig, oder Leute? Ja! Auf geht's. Leute, mein Klon Diana überfiel einfach mein Haus und meine Freunde. Jetzt denken alle meine Freunde, dass sie ich ist. Das ist aber nicht wahr. Oh Mann, wie konnte das nur passieren? Unterstützt mich. Drückt den Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Ciao, Leute. Dima, ja, es ist ein Muttermal. Den hatte ich schon immer. Leute, gehen wir und machen eine Party. Oh Mann, ey. So, reichen wir uns die Hände. Juhu, das 7. Dezember. Alle Wünsche werden in Erfüllung gehen. Mädchen, 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 kommt her. Was, Chili? Was ist los? Was? Merkt ihr das nicht? Diana ist irgendwie seltsam. Chili, kennst du Diana nicht? Einmal ist ihre Stimmung so, einmal so und dann wieder so. Wir müssen nicht darüber nachdenken, okay? Wir sind... Was sind wir nochmal? Mädels, wisst ihr, wir haben uns wirklich erschreckt. Okay, falsch. Und nochmal. Julie, machen wir noch...
Nein, ich mach dir keinen um. Ja, die Mann, Mutter mal. Das habe ich schon mein ganzes Leben lang. Aber es ist doch egal. Ja, ich werde sie küssen. Dima, tu das nicht. Was? Ich werde dir beweisen, dass ich nicht die Hochstaplerin bin. Wisst ihr noch, was ich anhatte, als ich von zu Hause wegging? Die rosa Klamotten, oder?